Oh mein Gott. Das ist nur mehr ein Start. Das muss ich jetzt einfach nur mehr in Leopold befreien. Indem ich besiegne. Oh mein Gott, ist das gruselig. Ist das gerade unheimlich. Oh mein Gott. Wow, das leuchtet ziemlich grell. Da ist der Leopold, ich kann befreien mit die Seelenfragmente, ich bin mir ziemlich sicher. Ma. Cute. Ich fürchte, er ist nicht mehr so cute. Okay, doch. Warum war da jetzt ein Checkpoint? Wie geil war das gerade? Wow. Shit, ich muss zurück. Er will's doch nochmal wissen. Scheiße. Vergiss, Leo. Fuck. Ich brauche die Eisfähigkeit. Na, ich brauche die Eisfähigkeit. Okay. Not. Jetzt hab ich's wieder. Wow. Verarschst du mich, Alter? Wie stark bist denn du? Wow! Komm! Burn, Motherfucker, burn! Komm! Wow! Bist du deppert? Jawohl! Gib Ruhe da hinten, du Scheißhirn! Gib Ruhe! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was passiert da jetzt? Wow! Wow! Na, ihm legt die Power ab, ich Vollidiot, bin so derartig dumm. Wow! Der ist verflixt schnell, ja? Scheiße, meine Fähigkeit liegt noch hinten. Na? Ich hab keine. Ich hab keine Möglichkeit, dass ich. Ja, mit. Die Attacken sind so mächtig. Schau, der tut mir echt mit jeder Attacke, nimmt er mir die Fähigkeit weg. Und haut sofort wieder ab, wenn ich ihn anzünden will. Komm, kämpf gegen das Vieh an. Oh oh. Was ist jetzt? Jetzt habe ich glaube, ich habe einen. Ich
Ich sehe nichts. Was war das jetzt bitte? Ich meine, ich habe gesehen, das Vieh ist außer Kraut aus Ärm. Hey, was ist denn das für ein Bossfight? Sag mal, seid ihr geistesgestört oder was? Was muss ich noch schauen jetzt da? Ich bin da chancenlos, ehrlich jetzt. Es passiert einfach so viel. Das wäre ein lustiger Kampf, wenn wir den noch einen Schaden machen müssen. Na. Ja! War das knapp. Komm, jetzt sei bitte hin. Friss das Viech auf. Friss das Viech. Bitte friss das Viech, ich will jetzt nicht mehr kämpfen. Der Schmetterling, der was mit eingesagt worden ist. Im Strudel. Das hat man im Trailer gesehen. Und im Intro. What? Der Morphonite. Flatter Traumfresser Morphonite. Wieso ist jetzt der Morphonite da? Morphonite, was willst du jetzt da? Und wie soll ich die besiegen, wenn ich nur 5 Lebenspunkte habe? Es tut mir leid, Morphonite, aber das geht nicht. Aha, den kann ich gar nichts tun. Na, Entschuldigung, aber das ist einfach unrealistisch. Einfach nicht möglich. Wenn ich jetzt den ganzen Kampf nochmal machen muss. Und da wären wir auch schon. Okay, jetzt habe ich die Eispower da. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt, muss ich sagen. Weil ich absolut keine Ahnung habe, was ich jetzt machen muss. Muss ich jetzt in Leopold nochmal besiegen oder muss ich jetzt in Morphonite besiegen? Nein, Morphonite. Der Leopold sitzt nicht mehr hinten. Okay, das traue ich mir jetzt zu. Der Hund kann sich einfach teleportieren. So, jetzt kommt wieder sein scheiß Kopfgeburt raus. Kann ich den eigentlich eingefrieren? Nein, wahrscheinlich nicht, der teleportiert sich die ganze Zeit weg. Aha. Scheiße. Jetzt hat er mich mit seiner Psycho-Attacke getroffen. Jetzt bin ich irgendwie bald verwirrt. Fuck. Magst du es wieder normal machen, bitte? Okay. Alter. Der Hund weicht immer sofort aus. Keine Chance. Ich glaube nämlich nicht, dass ich ihm eingefrieren kann. Das ist gerade so unfair. Er teleportiert sich sofort weg. Ja, sicher. Schaut bitte, wie viel ich einmal da habe. Ich habe keinen Plan, wie ich ihn besiegen kann. War das Drachenfeuer fast noch besser?
Angst davor, dass ich nie ausgewichen bin beim. Er ist zu schnell und zu stark. Ich komme nicht davon. Jetzt habe ich leider kein Item mehr zum Healen. Na. Das wird nichts. Ich schaff den nicht. Das ist mir schwer. Ich hab keine Chance. Ich kann nicht weg. Er trifft mich an jeder Stelle. Und ich kann nicht lang genug beschäftigen, dass er eingefriert. Weil es ist sofort wegteleportiert. Tja. Du feiges Schwein. So eine feige Schwein. Alter, er teleportiert sich sofort weg, wenn ich am Snow bin. Okay. Jetzt muss ich leider gerade sagen, dass ich überfragt bin, wie ich den besiegen kann. Abstand halten und die Bomben hinschicken. Aber die sind ja auch so schwach. Ich bin jetzt gerade so schlimm bedenklich, dass ich mit der Bombenfähigkeit gerade so viel Down habe wie noch nie vorher. Unfaires Aas, Alter. Schau, du bist so unfair. So, Phase 1. Alter, Fetzen, Phase 1. Wie schwer kann denn der noch werden? Ah, jetzt kann man fliegen auch schon. Ah! Ach so! Das Schwert noch nicht klar genug gewesen. Ah, noch nicht groß genug gewesen. Ich habe leider keinen Plan, wie ich den besiegen kann. Vor allem das mit dem Teleportieren. Da bin ich chancenlos. Da bin ich chancenlos. Er ist zu schnell. Na, da kann ich nicht weg. So, jetzt hat er schon zwei für die Kopfgeburten aus. Na ja, sicher. Brauche ich den Arme berühren. So knapp. So knapp war das jetzt da. Und die Bombenfähigkeit nur stärker wäre. Oh mein Gott, ist das schwer. Bist du wahnsinnig. Jawoll! Boom! Fick dich!
Alter, war der heavy. Mit der Bombenfähigkeit. Also, dass ich mit der Fähigkeit jemals einen Boss kaputt mache, hätte ich mal niemals träumen lassen. Und da ist jetzt nicht die Morphonite-Fähigkeit, ist die Blaupausen. Morphonite-Schwert-Blaupause. Huh, jetzt bin ich ganz schön angeschlagen. Alter, wie stark der Kirby ist. Hey! Komm, jetzt wirst du aber munter. Ich brauche nicht alle, oder? Alle Seelenfragmente. Mach mich nicht fertig. Ah, okay. Ich werde wach geküsst. Ah, sie hat auch noch eins. Oh, die haben alle noch eins. Mei, das ist ein schöner Abschluss. In Leopold auch nochmal. Gerettet. In einem quasi Kirby Hard Mode.
So Leute, jetzt haben wir zum zweiten Mal die Credits gesehen. Jetzt ist es wirklich vorbei. Das war also jetzt wirklich Kirby und das vergessene Land. Ich verzichte jetzt im Livestream auf jeden Fall drauf, dass ich nur die restlichen Fragmente hole. Aber das geben wir uns natürlich schon noch ganz kurz. Wir haben immerhin genug von diesen Steinen. Und wir haben die Morphonite Blaupause. Gehen wir in unfreundlichen Waffenhändler, unsere letzte Blaupause, die es noch gibt. Und jetzt können wir das Meta-Knight-Schwert auch noch aufpeppen zum Morphonite-Schwert. Ue, und das ist richtig heftig teuer. Es kostet 5 von den Steinen und 8 habe ich. Also ich bin froh, dass ich keine einzige Power mit der Fähigkeit aufgewertet habe. Mit die Steine, weil sonst hätte ich auch nicht genug gehabt. Und jetzt kriegen wir das letzte Schwert. Das Schwert vom Morphonite. Oh mein Gott. Wahnsinn, das Ding schaut richtig heftig cool aus. Und hat irgendwie Sailor Moon Style. Ah ja. Neues Portal zur Straße der Schätze im Gebiet Rotharts verbotene Lande geöffnet. Moment mal, jede Spezialpower entwickelt. Ui! Eine Sammelfigur kriege ich dann noch vom Burschen. Cool. Der Waddle Dee Waffenhändler. Dieser muntere Handwerker eröffnete in der Stadt einen Waffenladen, indem er Spezialpower noch mächtiger macht. Dazu braucht er nur eine Blaupause, seinen Hammer und ein wenig Muskelkraft. Mit jeder Entwicklungsstufe wird auch der Kopfschmuck einer Spezialpower größer. Schon bemerkt? Jupp. Und da haben wir jetzt das Morphonite Schwert. Ja. Okay. Wow. Okay, das haut aber richtig ein und blocken. Aha, das war das, was er gemacht hat. Das ist das Teleportieren. Das extrem Unfaire. Was da? Dann schauen wir uns das natürlich noch an. Letzte Straße der Schätze. Und dann haben wir das Spiel Kirby und das vergessene Land komplett abgeschlossen. Abgesehen davon, dass wir noch eigentlich die Risse in die Zielzeiten füllen. Zumindest ein paar, viel R. Ist tatsächlich da hinten jetzt das aufgegangen, okay. Soll uns jetzt nicht so überraschen. Jetzt muss ich nur schauen, ja, wollte du damit direkt hin? Morphonite Schwertschatz. 4 Minuten, okay, das ist also so ein Battle Royale anscheinend. Schauen wir mal. Okay, das sind Portale. Da ist einmal das mittlere gerade offen. Ich glaube, dass das schon mal eine gute Idee ist, wenn man da. Aber jetzt. Aha, jetzt habe ich schon auf die Fressen gekriegt, okay. Ui, sie braucht extrem lang, bis sie aufgeladen ist und bis man dann einen Schlag ausführen kann. Uwe, okay, das kann man sich merken. Aber halt, ja, ausweichen gehört schon noch dazu, das muss ich selber machen. Wieso hat die Schlange das jetzt überlebt? Habe ich mich da ein bisschen zu früh gefreut, ist das Schwert auch gar nicht so extrem stark, wie ich gedacht habe. Aha, da habe ich jetzt so einen Kristall gekriegt. Okay. Ich bin ja jetzt schon Vollgas am Ende. Wie soll ich das jetzt noch schaffen? Na, das funktioniert so sicher nicht. Das muss ich mir noch mal genauer anschauen. Jawohl. Zwei wilde Bonkers, okay. Na, das geht nicht. Also das, da habe ich jetzt echt keinen Plan, wie ich das schaffen soll.
Ich meine sicher, schaut sich das einmal an. Es teilt dann schon ganz schön aus. Aber trotzdem kann ich das niemals mehr. Ah! Warte mal, wieso? Hey, wieso habe ich jetzt einen Heal gekriegt? Ich habe jetzt irgendwie ein bisschen. Okay, das check ich jetzt nicht. Wieso bin ich jetzt ein bisschen geheilt worden? Sind das jetzt alles so Doppelbosse? Okay, der Schwertgrobian mal zwei wahrscheinlich, jawohl. Bin ich da echt irgendwie geheilt? Ich check's zwar nicht ganz. Ja, sicher, jetzt echt. Jetzt scheitert es am Schwertgrobian oder was, oder? Das hat so stark gewirkt, das Schwert. Oder bin ich so scheiße? Das ist die Federina. Ja, der braucht immer so viel Platz, drum ist. Warte mal. Ich bleibe jetzt noch mehr oben am Knopf. Okay. Wenn ich einmal das Vollgas-Schwert mache, das richtet so viel Schaden an und dann ist es so groß, dass ich dann danach zumindest. Ja, okay. So ist es extrem mächtig. Wenn man es einmal aufladet und es heilt an. Es ist unglaublich, es heilt an. Und ich brauch's nur einmal aufladen. Und dann habe ich wirklich ein großes Schwert. Das ist dann der Eisbert, ja, wenn Eis in der Arena ist. Ja gut, ich meine, der ist jetzt. Aber es reicht schon. Ich habe zumindest kurz das große Schwert jetzt da. Das ballert schon ganz schön, das riesige Ding. Jawohl. Am Anfang habe ich es nicht gecheckt, aber wenn man es dann checkt, wie es funktioniert, ist es extrem stark. Okay. Und wie das jetzt anheilt, habe ich nicht ganz gecheckt, aber es ist verdammt cool, dass es anheilt. Cool. Echt cool. Und Zielzeit auch, okay. 4 Minuten ist die Zielzeit. Nice. Und bumm. Du hast unter Einsatz deiner Spezialpower sämtliche Straßen der Schätze abgeschlossen. Als Belohnung erhältst du eine besondere Sammelfigur. Boah, ist die Figur süß. Meister der seltenen Steine. Wie und warum überall in der Welt Portale zu den sogenannten Straßen der Schätze auftauchten, bleibt ein Rätsel. Die starke Energie, die aus den Portalen strömt, entstammt jedenfalls seltenen Steinen. Eine wirklich reife Leistung, sie alle zu sammeln. Herzlichen Glückwunsch. Jawohl. Passt, also wir haben jetzt alle Waddle Dees. Wir haben alle seltenen Steine. Im Prinzip ist nur mehr das, was fehlt, die Fragmente, die restlichen vom Leopold, die ich nicht sammle. Und was ich trotzdem noch wissen will, ist das. Okay, jetzt habe ich natürlich neue Turniere, das ist klar, aber das mache ich auch nicht im Stream. Und mir fehlen noch sehr, sehr viele Figuren. Und ich frage mich jetzt, wenn ich jetzt zum Automaten gehe. Kriege ich jetzt immer automatisch welche, die ich noch nicht habe? Oder ist es Zufall? Neu. Bogenstopfer Kirby. Kirby erhielt Zugriff auf den Vollstopfmodus, nachdem er den Müll passierte. Ja.
Ich glaube jetzt die Texte, die kennen wir jetzt inzwischen. Aber gut, passt Leute. Das ist jetzt nichts mehr für einen Stream. Auf jeden Fall hat es mich sehr gefreut, dass dabei wart bei Kirby und das vergessene Land. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Das ist ein sehr zu empfehlendes Spiel. Es gibt nur so ein paar Kleinigkeiten. Die Framerate-Einbrüche, die verstehe nicht ganz, warum die notwendig waren oder warum die passieren. Vor allem, wenn ganz viel am Screen passiert. Die Straßen der Schätze sind, finde ich, ein bisschen zu viel. Man lernt dadurch gut, wie die Spezialfähigkeiten funktionieren. Extrem gut sogar, vor allem, wenn man die Zielzeiten anstrebt. Aber da hätten ein bisschen weniger auch nicht geschadet. Sicher, man muss es nicht machen. Aber man will es halt machen, vor allem, wenn man seltene Steine dafür kriegt, damit man Blaupausen aktivieren kann und die Fähigkeiten verbessern will. Aber ansonsten grundsolide. Und was ich mir wünschen würde, ist wirklich ein zu 100%iges 3D-Kirby. Also das ist jetzt, wie gesagt, so ein 3D-Kirby zum ersten Mal. Allerdings mehr so wie Super Mario 3D World und Super Mario 3D Land. Nicht so wie ein Super Mario Galaxy oder Super Mario Odyssey. Da würde ich mir eher wünschen, dass es wirklich komplett 100% 3D ist mit einer frei drehbaren Kamera. Komplett um den Kirby herum, das wäre richtig nice. Nichtsdestotrotz ein super Spiel, eins von meinen absoluten Lieblings Nintendo Switch Spiele, ganz unbestreitbar, richtig cool. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in den nächsten Lousy Let's Plays, in den nächsten Lousy Livestreams. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, schönes Wochenende noch, bleibt gesund, passt auf euch auf. Wir sehen uns, baba, pfiat euch, ciao.